Hallo und herzlich willkommen zurück bei TechGehört. So, gleich noch weg. Erste Veränderung. Was seht ihr oben links? Beziehungsweise oben rechts? Oben links? Ne, wenn ihr drauf guckt, ist oben links. Genau, ihr seht nämlich nichts. Heißt, ich habe keine Webcam an. Das bedeutet, dass meine Kamera das mal wieder nicht wollte. Ja, deswegen nehme ich jetzt heute auch nur so zwei Folgen auf. Ich denke, dass dann beim nächsten Mal hoffe ich, dass es das dann wieder geht. Ja. So, was seht ihr als zweites? Wir haben hier alles angeschlossen. Das funktioniert auch soweit, wie wir das getestet haben. Problem ist, ich wollte das mit Computercraft machen. Ich habe nur keine Ahnung, wie man das macht mit Computercraft. Und ich hatte noch keine Zeit, mir das anzugucken. Und es ist, glaube ich, nicht ganz so trivial, würde ich mal behaupten. Deswegen würde ich vorschlagen, ich mache das ohne Computercraft und versuche mir eine Schaltung zu bauen, die das dann auch realisiert, was ich haben will. Wie kann ich das denn hier zumachen? Da muss ich Coverstrips drauflegen. Ah, super. Auf der anderen Seite. Da liegt das auf der Erde. Gut. Auf der Erde, damit kann ich leben. Das machen wir. Ich mach's mal eben gerade. Ne, ich mach's noch nicht so. Ich muss erstmal irgendwie noch einen Schalter und sowas alles legen. Bla, blub, hast du nicht gesehen. So. Was war hier? Das war zum Runter oder was? Oder das rauf? Ne, das war. Das ist hier runter und das ist hier rauf. Wir müssen ja sowieso für beides den Schalter auf beiden Seiten legen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das jetzt machen werde. Ich muss diese Dinger ja irgendwie anschalten, und zwar irgendwie dreimal muss ich die irgendwie laufen lassen. Und ich werde jetzt einfach spontan irgendwas zusammenkleistern, damit das klappt. Böp, böp, böp. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Knopf, beziehungsweise zwei Knöpfe brauchen wir dann, um das irgendwie sinnvoll machen zu können. Spitzhacke, da bist du. So, und wir müssen nochmal nach da unten. Das hilft ja alles nichts. So, wo gehen die Kabel her? Ich will den nicht kaputt machen, wollte ich gerade sagen. Gut, haben wir eins kaputt gemacht. Das war natürlich nicht so schön. So, machen wir das Kabel wieder hier drauf. Zack. So, jetzt sind wir hier unten. Das kennen wir schon. Hier unten haben wir schon mal uns alles angeguckt. Ich muss das nochmal irgendwie aufweisen hier. Was ist denn hier drunter jetzt genau? Das Kabel fliegt in der Luft, alles klar. Okay. Jetzt ist das Kabel weg. Ja, scheiße, wie steuere ich das denn nur an? Also, ich muss erstmal sehen, dass ich das Redstone von diesen Dingen auf jeden Fall irgendwie nach unten gelegt kriege. Das ist ja erstmal das Erste, was wir machen müssen. Mal ein bisschen tiefer, da kann ich das herlegen. Das Redstone-Signal. Legen wir es mal nach unten. Redstone haben wir noch dabei. Ach, den Sack wegzulegen ist natürlich eine blöde Idee. So. Dahin, dahin und dann muss ich nochmal nach unten gehen, irgendwie hier durch. Wie ich das denn dazu mache oben, das weiß ich überhaupt noch nicht. Das muss ich hier oben noch alles mal durchchecken. Ah, hier komme ich ja auch nicht so wirklich weiter. Also gut, ich weiß jetzt. Guck mal hier, das kann ich ja als Zugang benutzen. Hier unten. Das stimmt, das kann ich eigentlich. Ja, das ist ja ideal eigentlich. So, dann machen wir das einfach so. Machen wir hier mal den Gang rein. Genau. So, da kommt das Redstone runter. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da haben wir schon mal das Signal von diesem Ding hier. Müssen wir noch das Signal von dem auch noch kriegen. Ja, es ist blöd, dass man das so ansteuern muss. Gleich mal ein bisschen Erde rein. Ist es schon wieder Nacht oder so? Kann das sein? Achso, ich habe mir jetzt übrigens gesagt, ob ich das wegkriege. Ich habe gerade Doppelklick drauf. Also, dass es so dunkel wird. Habe ich mir gemerkt. Ich habe es mir durchgelesen. Ihr seht es ja. So, ich gehe mal eben ins Bett, weil es so schön dunkel wird. Oh, hier oben ist es so schön hell. Und schon wieder dieser Baum da hinten. Hatte ich nicht letztes Mal schon da? Habe ich nicht letztes Mal schon was weggemacht von? Alter Baum, hör auf zu wachsen, ey. Was soll das denn? Wenn hier ein Dach drauf ist, dann störst du total. Dann bist du auch schon ein Riesenbaum geworden. Mein Wald. Naja, könnte noch ein bisschen größer sein. So, gehen wir erstmal ins Bett jetzt. Ah, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe gar nicht geguckt, wann wir angefangen haben. 1:15. Okay. So, wir sind soweit. Wir müssen auch das andere Redstone-Kabel irgendwie nach unten kriegen. Am besten irgendwie halbwegs sinnvoll. Eventuell so. Geht das? Müsste gehen. Wie kommen wir da weiter runter? Wir müssen. Geht nicht anders. Wir müssen da noch weiter. So, Redstone reinlegen. Und dann müssen wir nach unten. So, komm. Ah. Alles nur für so eine beschissene Tür. So, wo ist es denn? Da. Ah, Redstone-Signal. Haben wir hier unten. Schön, das ist hier die Tür. Da wollen wir natürlich
Das wäre ja doof, wir müssen das irgendwie so bauen, dass wir das gut betätigen können. Wie auch immer ich das jetzt mache. Machen wir nur einen Knopf, der dann jeweils hoch oder runter macht, je nachdem, wie die Einstellungen gerade oben sind. Das können wir versuchen. So, ich würde sagen, wir bauen die Anlage für den für das Tor einfach vor die Tür, also mal draußen. Weil innen drin ist ja schon unsere ganze Röhrenanlage. Ich habe keine Ahnung, wie viel Platz wir dafür brauchen. Was ich immer weiß, ist, dass ich jetzt Redstone kaputt gemacht habe. Yes. Ich hab's gut gemacht. Hast du gut gemacht? Machen wir gleich von oben wieder neu. Ne, jetzt machen wir sofort wieder neu, sonst vergesse ich das. Shit, wo kommen wir denn wieder raus? Hier ist das Loch, was wir noch zumachen müssen. So, ich bin jetzt auf dieser Seite, habe ich den Redstone kaputt gemacht. Da, so ist wieder dran. Jetzt wieder runter. So. Gut, auf der Seite weiß ich auch nicht. Wir müssen das, denke ich mal, hier so herlegen. So, das ist das eine Kabel. Das ist das andere Kabel. Die müssen angesteuert werden. So viel steht fest. Habe ich eine Schippe eigentlich? Habe ich. Gut, dann machen wir mal ein bisschen. Jetzt habe ich das schon wieder kaputt gemacht. Ich drehe ja am Rad hier. Wieso mache ich denn sowas? Nee, tiefer. Dahin. Okay. Ach, da kommen wir auch nicht mehr rein. Brr, so, jetzt nochmal ganz ruhig. Runtergehen. Runter. So, also das Kabel liegt hierher. Das ist ja wurscht, wie das liegt. Das kann weg. Ach, da wird es jetzt. Fröhlicherweise wird da genau. Hört da genau das Zeug auf hier. Machen wir das hier nochmal tiefer. Das macht ja macht uns gar nichts aus. Dann sehen wir vielleicht auch gleich, was wir machen. Wir gleich mal mit den Fackeln hier an der Wand. Und dann versuche ich mir eine Schaltung zu überlegen, die das macht, was ich haben will. Das ist für mich, glaube ich, nicht so einfach. Egal, machen wir erstmal ein bisschen Fackeln in der Wand. Habe ich Fackeln dabei? Ja, habe ich. Ist klar. So, dann machen wir mal hier Fackeln hin und da eine Fackel hin. Und da eine und da vielleicht keine. So. Ja, das letzte Signal kommt hier runter, genauso wie hier. Dürfte noch nicht so lang sein, das müsste eigentlich noch reichen. Und dann wird das hier angesteuert. Und zwar wie, muss ich jetzt überlegen. Generell muss ich erstmal eine Steuerung machen mit verschiedenen Impulsen. Auf jeden Ich brauche ein Toggle-Latch. Brauche ich auf jeden Fall. Ein Toggle-Latch. Ein Toggle-Latch. Und ich brauche irgendwas, was dreimal rumgeht. Irgendwie ein Timer oder sowas. Kann ich einen Timer? Ich brauche einen Timer. Timer ist gut. Timer? Ne, Sequencer. Ein Sequencer, den muss ich aber irgendwie anhalten. Vielleicht doch ein Timer. Ein Timer, der ein Dauersignal setzt mit einem Sequencer und einem Toggle-Latch. Klingt das gut? Kann man versuchen, ne? So, dann muss ich jetzt natürlich erstmal alles craften, was ich brauche. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Packen erstmal das Zeug hier weg, was ich jetzt gerade nicht brauche. Moment, das brauchst du noch und das auch. So, egal. Ja, mit Toggle Legend. Ja, das müsste eigentlich gehen. Das müsste eigentlich gehen. Was brauchen wir denn dafür? Gucken wir mal, wie schnell. Toggle Ledge. Ach, da brauche ich diese Stone Wafer für, ne? Wie stellt man die nochmal her? Ich weiß, warte, Moment. Ich hab Cobblestone gerade, danke. So, ich glaube, dafür muss man erstmal. Ah, danke. Ein bisschen Cobblestone zu Stone brennen. Glaube ich. Weiß ich, denke ich. Ich habe keine Ahnung. Mal da raus und pack das da rein. Wenn ich jetzt nochmal brenne, was passiert? Naja, das funktioniert. Sehr gut. So, dann müssten jetzt eigentlich diese Wafer bei rauskommen. Oh ja, sehr gut. Dann kann das ja mal noch ein bisschen brennen hier. Ja, und davon brauche ich natürlich ein paar. Die muss ich erstmal produzieren. Die muss ich erstmal produzieren, ne? Ich muss übrigens mal die anderen Öfen hier rüberholen. Mit den Kohleofen zu arbeiten ist auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Habe ich die nicht schon mal irgendwo ins Inventar gepackt? Die ist sogar dabei? Was habe ich denn hier? Watermill? Mining Turtle? Weil den Dreck habe ich dabei. Egal.
aufhören. Da rein. Die drei, sehr gut. Wir haben schon 8 Stormwerfer, das wird ja schon so einiges. Das wird. So. 10 Stonewafer, die nehmen wir einfach mal mit. Die müssten ja eigentlich nicht reichen. Nee, noch lange nicht. Nee, das reicht ja noch lange nicht. Ich brauche mehr Cobblestone. Mag der drin sein. Holz, Kohle, Marble, Kaktus, Waffen, was? Samenersatzlinge, Ersatzlinge, Nether, Basalt, Obsidian, Leck, Wolle, irgendwas, Nikotlite, bla blub, hast du nicht gesehen. Erde, Zahnräder, Öfen, Pipes, Waterproof, Leuchtstaub, hier sind noch leer. Hallo? Restekiste. Essen, voll. Kies, Feuerstein, Feuerstein, natürlich hier. Wo auch sonst. So, was machst du hier? Du brennst ja einfach vor dich hin. Okay. So, wir fangen mal mit einem ganz harmlosen Ding an. Den Toggle Latch. Ach, dafür brauche ich wieder irgendwelches Redstone-Zeug, das ich da drauf knalle, ne? Moment, ich muss mal eben hier gerade mit meinem Mikrofon gucken, dass ich das nicht umreiße. Ja, das ist der Plan für ein Toggle Latch. Kann ich den nicht hier irgendwie einstellen? Ne, hier habe ich nur so ein. Eigentlich habe ich hier nur einen Scheiß drin stehen. So. Dann mache ich das einfach jetzt hier unten. Dafür brauche ich nämlich zum Beispiel eine Stone-Kathode. Die macht man einfach so. Und für Stone-Kathoden macht man natürlich so. Das heißt, ich packe mal einen da rein. Und packe noch einen da rein. Und dann habe ich Stone-Kathode. Ich sollte nicht alle da reinpacken, ne? Machen wir mal so 4 da rein. Wir brauchen ein paar Sticks und wir brauchen ein paar Redstone-Fackeln dann. Habe ich noch Holz hier? Habe ich gerade wahrscheinlich auf die Reise geschickt. Ja, super. Halt, ich habe noch Holz. Da nicht. Irgendwo hatte ich gerade Holz gesehen. Ah, das ist Rubberwood. Ach, Rubberwood ist doch ideal. Ich brauche doch Sticks, die kann man daraus direkt ziehen, oder? War das nicht so? Rubberwood. Sticks, danke. So, dann können wir jetzt hier ein paar Redstone-Fackeln machen. So, das muss reichen, danke. So, und dann können wir hier noch ein. Ah, wir brauchen noch ein Schild, ne? Wir brauchen noch ein Schild. Hier ist ein Schild, wie need. Hier ist ein Schild, wie need. Kann man das auch aus diesem Rubberwood machen? Ich bin mir jetzt gerade ziemlich unsicher. Wir versuchen das einfach mal. Ne, es sind ja keine Planken. Ach, hör doch auf. Wir brauchen Plankenholz für. La, wir brauchen Holz. Ja. Wir brauchen Holz, das ist doch sonnenklar. Was rennt denn darum? Ein Wolfi. Naja, was soll's, wir brauchen schon einen Wolf. Na, kleiner Wolf, wie geht's dir? Du kannst hier ein paar neue Bäume an, damit du nicht so ohne Deckung hier leben musst, ne? Ist ja klar, ist ja selbstverständlich. So. Wahrscheinlich kann ich beim nächsten Mal auch Computercraft machen. Nee, ich mach das mit einer Redstone-Schaltung fertig. Kein Bock mehr, irgendwas anderes zu machen. So, wir machen erstmal hier ein Schildi. Ein Schildi machen wir noch nicht. Wir verarbeiten erstmal das Holz zu Planken. Oh Mann. So, da haben wir Planken. Dann machen wir doch ein Schildi. Danke. Und was haben wir hier gebaut? Das ist eine Stone-Kathode. Okay. Dann schreib's mal dran. Dann schreib's mal dran, so wollte ich sagen. Kathode. Ist richtig schön mit Shift und so. Kathode. So. Wird das so geschrieben? Kathode? K-T-H-O-D-E. Nein. Was habe ich denn da geschrieben? Irgendwas mit Chat oder was, wa? K-T-H-O-D-E. So. Nein. K-T-H-O-D-E. So muss es sein. Und ab ins Bett mal wieder.
Ab ins Bett mal wieder. Man lässt sich jetzt ganz rumlaufen muss hier. So, gute Nacht. Gute Nacht. Okay. Und wieder aufstehen und wieder runter. Und nein, nicht so weit runter. Und jetzt haben wir also Kathode, theoretisch haben wir. Brauchen wir natürlich noch Anoden. Kathode, nee, brauchen wir jetzt hier gerade gar nicht. Wire ist einfach das. Stellen wir mal ein paar ein für Wire. Yes, und was brauchen wir noch? Also das ist jetzt Wire. Das heißt, wir müssen erstmal hier wieder ein Schild craften und es dran schreiben. Ist ja klar, ne? Der. So. Viere. Und im Prinzip können wir das hier schon craften. Wir brauchen 2 davon und 4 davon. Dann machen wir das mal eben schnell. Danke. Wir brauchen 2 davon und 2 davon. Also, klick 1, 2 davon. Klick 1, 2 davon. Klick, klick. Das ist ein Toggle-Ledge. So, der Toggle-Ledge. Kriegt diese beiden. Kriegt diese 4. Und kriegt diese beiden. Oh, ich brauche einen Schalter dafür. Ich habe gar keinen Schalter. Doch, da. Yay! Ich habe einen Toggle-Ledge gebaut. So, jetzt brauchen wir noch. Toggle-Ledge ist für, dass ich nur einen Knopf-Button brauche. Oder einen Knopf brauche, ne? Wir brauchen einen Timer. Ein Timer. So, da brauchen wir natürlich auch noch Anoden für. So, und die wollte ich eigentlich jetzt hier theoretisch bauen. Das wäre nämlich meine Anode. Und zwar wird die so gebaut. So, und davon brauche ich erstmal hier 3 Stück. Lass uns mal ein Schild craften. Achso, das Holz ist natürlich hier unten drin. Danke.